Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Jetzt erklär dich endlich mal. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Mhm. Natürlich dran vorbeigeschossen, wie immer. Ach ja, wir spazieren gemütlich durch den Wald. Tralali und tralala. Jetzt sieht es aber ziemlich gerodet aus hier. Hast du das denn gesehen hier? Wo ging es denn hier nochmal zu der Moosmutterhöhle? Wo war das denn? Hier? Ja, genau. Ja, den Typen kann ich doch sowieso nicht mehr heilen. Den hat es dahin gerafft. Da. Der ist doch Matscher. Tot. Erledigt. Finito. Wiederherstellung heilende Hände. Ich kann den nicht mehr heilen. Toll. Eine sogenannte tote Quest. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Jetzt erklär dich endlich mal. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Mhm. Natürlich dran vorbeigeschossen, wie immer. Hier ist die Moosmutterhöhle. Die haben wir ja schon erledigt. Da sollen wir ja auch nach dem Berg... wo ist er? Ja... Da. Statue für Meridia. Am Berg Kingriat. Na gut, dann können wir hier nicht mehr helfen. Dann ist das natürlich blöde. Feuerschleierhügel. Ja, in höchster Not. Das machen wir mal weg. Drachenblug ist nach Solstheim fahren. Da sind wir noch nicht fertig mit. Dämmerwacht wollen wir auch nicht. Und weil das wäre hier dieser DLC-Quest. Und das hier ist auch eine DLC-Quest. Da müsste ich mich dann entscheiden, ob ich denn dann Vampir oder sowas werde. Das ist, finde ich, noch zu früh. Jetzt erstmal noch ein bisschen die Hauptquest machen. Deswegen machen wir das so. Genau. Schauen wir mal. Wo. Boah. Komm, was soll's. Ab nach Falkenring. Wir haben ja eh die Einladung nach Falkenring. Dann können wir auch nach Falkenring marschieren. Nicht wahr? Was ist denn jetzt los? Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nö. Solltet ihr ihn sehen, dann greift ihn euch und ruft mich. Der Bastard hat mich bestohlen. Bis zum nächsten Mal. Da seid ihr ja. Ah. Hä? Ah, ich liebe Herausforderungen. Tschüss. Jetzt bringen wir es zu Ende. Schießt denn der hin? Schlechteste Schützer der Welt. Okay. Wahre Nord geben nie klein bei. Der ist hier.
Ich habe ihn nicht getötet, ne? Ich habe ihn auch nicht betrogen. Ich habe gesagt, der ist woanders hin, ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Also von daher... nach Falkenring wollten wir jetzt gerade, ne? Wer hier rechts runter? Oder sollen wir erstmal... Ah. Kindheits heiligen Banditenlager. Da müssten wir hier oben bei Rorikstadt vorbei. Ein ganz schöner Weg, ne? Nee, komm, wir machen erstmal Falkenringe unten. Liegt näher, finde ich. Einmal hier unten rum. So. Gänseblümchen pflücken hier. Wenn wir schon einen Ort haben, den wir entdecken können, machen wir das doch einfach mal. Hier mal zu Hause. Klopf, klopf, knock, knock. Ja? Ja? Falkenring Wachturm. Oh. Ist da jemand? Was? Oh, guck mal. Schleichen verbessert. Wusste ich doch, dass ich etwas... Da war vermutlich nichts. Stimmt ja, das ist ja eine passive Fähigkeit. Wir speichern mal und machen es einmal. Was war das? Was ist das denn hier? Ich lache mich gerade nicht so kaputt. Psst. Das war ein Schnitzel. Das geht doch schief. Garantiert. Aha. Puppenbeschwörer Notize. Halt still. Nehmen wir doch mal. Einen Seelenstein nehme ich gerne. Aschehaufen. Das ist, ja. Den Aschehaufen nehmen wir mit. Ja. Dimensionsbrücken. Beschwörung verbessert auf 21. Ja. Buch der Dedra. Ui. Das war der gemeingefährliche Hicks hier. Totenbeschwörer, okay. Nur dann. Wenn das schon alles war hier. Dann geht's weiter nach Falkenring. Falkenring ist in diese Richtung. Bitteschön. Was haben wir denn hier? Tolle Kirsche. Eine tolle Kirsche. Bim bam, bim bam, die tolle Kirsche. Jemand zu Hause? Nö, ne? Falkenring da. Ah, das schöne Falkenring. Wer kennt das nicht und wer liebt es nicht? Hör doch mal auf, so einen Unsinn zu machen. Das hier. Genau. Dankeschön. Willkommen in Falkenring.
Plumps. Wie viel Uhr ist im Spiel? Oh, schon recht spät, ne? Versucht. Es tut mir leid. Ich kann nicht viel für euch tun. Ich bin nur den Geiers Dienstmädchen. Ja, wenn das so ist. Das Haus des Jahres, wo ist das? Umgebungskarte? Laufe ich gerade drauf zu. Das ist schön. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zur. Ja, die Dämmerwacht ist wieder aus dem auf dem Leben. Ja. Missachtet ist das Gesetz? Gegründet worden. Ihr missachtet mich. Ach, das werden wir demnächst sehen. So, du bist ja, der Sittgeier. Was wollt ihr? Ja, was wollt ihr? Ja, du hast nach mir gerufen. Schön, euch zu sehen. Ich habe auch einen endlich Brief, mal jemand, Brief der bekommen. Nützlich. Ich bin Stefans LP. Ihr seid es. Genau. Tja, Schluck nun drin. Werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. Gut. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt mein dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Würde ich ja. Tötet Mach alle mal den Banditen. Platz. Lasst keinen übrig. Lasst keinen am Leben. Tötet sie alle. Aua. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Nee, tut mir leid. Auf der Straße leider läuft nicht. Einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Ach, so ein Wenn Hund wäre auch nicht schlecht. Schnuffi. Wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ja, das kann ich machen. Ihr könnt euch wir brauchen ein wenig ja ein paar Gold Quests. Verdienen, wir müssen ja ein bisschen Material seid. Bekommen, ne? Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ich wollte aber noch was anderes. Hallo. Stahl ist gut. Werft einen Blick darauf. Ich will ja auch noch was verkaufen hier. Waffen. Wie viel hat der denn? Ach ja. Elfenstiefel der großen Ausdauer. Nee. Wo ist hier? Besucht mich Moment. In meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Ist hier irgendwo der Alchemist? Und Jarl hat doch in der Regel immer irgendwo einen Alchemisten rumrennen. Entschuldigung. War der falsche Raum. Legats Kulnar. Okay. Wo ist hier... Ich brauche einen Alchemisten. Nö. Vielleicht auf der anderen Seite? Einfach mal vorher laufen. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jahr. Du bist der Vogt? Er handelt manchmal etwas vorschnell. Warum ist der Friedhof so groß? Über die Jahrhunderte wurden hier viele Schlachten geschlagen. Gräber wurden ausgehoben und Denkmäler errichtet. Um sie herum ist dann die Stadt gewachsen. Mit der Zeit wurde Falkenring dann als Friedhof der Helden bekannt. Viele edle Jarl und berühmte Krieger wünschten sich, hier begraben zu hier werden. Hier oben? Okay. Der gute Ruf von Falkenring ist zwar etwas hier verblasst, oben bei Falkenring, die Gräber aber, ne? sind aber noch hier und erinnern uns an die eine unausweichliche Wahrheit des Lebens. Da muss ich den extra suchen. Okay, alles klar. Über die Jahrhunderte wurden hier viele Schlachten geschlagen. Danke für den Gräber Tipp. Wurden ausgehoben ich suche jedes Mal errichtet. Irgendwo den Alchemisten. Um sie herum ist dann die Stadt.
Das ist der Schmied. Schmied, 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 Schmied. Das hier ist irgendein Gebräuding. Ja, da hilft dann meistens nur suchen. Suchen und gucken. Den haben wir hier. Totenlichthof. Okay. Das ist der Schmied. Die Taverne und der Händler. Ah. Moment. Wir haben doch hier diese Umgebungskarte. Lots Haus, Langhaus, das ja. Gruftiges Kaserne. Hinten in dem Eckchen. Eine Distel. Wahrscheinlich er hier oder sowas. Wir schauen einfach mal. Ah. Jemand Neues. Vielleicht jemand, dem ich etwas mischen soll? Gib mal her. Lass mich machen. So. Mal ein bisschen Gewicht loswerden hier. Die Bienchen verbrauchen, die ich hier habe. Zack, zack. Außerdem gibt es gleich wieder ein Level-Up dadurch. Genau, lass mich herstellen. So sehe ich das auch. Salz? Zack, zack. Dankeschön. So, Madame. Macht euch. Jetzt kann ich auch was verkaufen. Ich habe noch ein paar Zaubertränke für dich. Wie viel Knete hast du? Ich brauche Geld. Na, na. Oh, das kann die sich sogar leisten. Mhm. Aha. Oh. Na, komm mal her, meine Kopfhörer. Das nenne ich Pech. Mitten in der Wildnis mit dieser verrückten. Genau, Money, Money, Money. Ganz viel davon. Aber wer kennt den Spruch nicht? Ein Penny ist ein Penny. Die Schlüssel, die brauche ich jetzt nicht. Essen nicht, Bekleidung nicht. Habe ich hier. Das muss ich noch verticken, okay. Das kann ich noch verticken. Nee, komplett ohne Mods. Aber mit den ganzen DLCs, die ich so über die Jahre bekommen habe. Ist jetzt nicht die neueste Version, sondern die etwas ältere Special Edition. Ist doch gar nicht der Schmied. Wo wollte ich denn hin? Da ist doch der Schmied. Halt, stehen bleiben. Stahl ist gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja. So, ist in hier jetzt Bekleidung. Nee, die will ich jetzt noch nicht verkaufen. Die will ich entzaubern. Nö. Okay. Eben. Das sind jetzt einmal das mit den Vampiren, habe ich. Dann mit dem Hausbau. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Und da war noch eins. War hier mit der Mission. Moment, Tagebau. Genau, wo man dann nach Solzheim muss. Den Kultisten. Das ist dann eine zusätzliche DLC gewesen. Dämmerwacht gehört zu den, Dämmerwacht DLC. Dann kann man in den sämtlichen Regionen kann man so ein, wie nennt sich das, noch ein Häuschen separat bauen. Also man kriegt ja normalerweise immer so ein Haus hier und ja. Hier findet da gibt es dann etwas. Auch noch ein Sag Haus, Bescheid, was man so bauen kann, händisch. Seid gegrüßt. War immer sehr lustig. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ja, der dritte fällt mir vom Namen auch nicht ein. Müsste ich irgendwo nachgucken.
Ach, dieses ewige Verkaufen hier. Wie viel Geld hat er denn? Ja, das kann hier mal weg. So, das will ich nicht verkaufen. Das ist richtig. Okay. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, wie kann ich euch etwas bringen? Jetzt wollte ich mal gucken. Mission. Finde den Hund vor Falkenring. Den Anführer von Glutsplitter. Da kann ich leider nicht viel machen. Der ist leider unglücklich verblutet. Genau. Hearthfire, genau. Wusste ich aber auch nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, mal vor... Wann habe ich das zuletzt gespielt? Vor 6 Jahren? 5 oder 6 Jahren. Habe ich das mal privat gespielt und... Ach, der Hund, ja, genau. Und fand das immer gut. Wonach ich gesucht habe.